Differentialrechnung. Leute, ich kann euch versprechen, ich habe es ja hier hingeschrieben. Also wenn man Gleichungen sicher lösen kann, wenn man also sauber schreiben kann und mit Indizes, also kleinen solchen Zahlen oder Zeichen an den anderen Variablen, wenn man damit gut umgehen kann, das heißt also wirklich sauber schreibt, dann kommt man damit zurecht. Hier oben werden schon die ganze Zeit Links erscheinen, hintereinander weg, sofern möglich. Und ich rede deswegen einfach nur noch, weil hier ich dann zum Schluss, es müsste gleich losgehen, ich auch Links anbringe zu den einzelnen Themen. In diesem Fall ist es allerdings ein bisschen spannendere Differentialrechnung, also nicht bloß die Grundlagen. Also hier in diesem Fall war es mal die H-Methode, aber ich habe damals noch nicht mitgeschrieben. Werde ich wahrscheinlich dann noch ergänzen. Gut, viel Freude beim Verstehen, denn wer es verstanden hat, der freut sich im Allgemeinen immer. Hier wird es spannend und hier auch. Na dann.